Hallo VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich schaue mir heute mit euch Y-Cups an. Ja, Y-Cups ist jetzt seit dem 27. Februar auf Steam verfügbar, kostet nur 3,29 €. Für das Geld definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Warum und weshalb, seht ihr jetzt dann gleich im Video. Macht richtig viel Spaß und let's go! So Leute, ich bin hier im Spiel. Ich stehe hier in dem total coolen Wikingerdorf. Ja Leute, wir haben hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Höhe kalibrieren und einmal Musik an- und ausmachen. Das war's hier auch schon. Im Laufe des Spiels können wir uns hier verschiedene Gegenstände freischalten. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. So, wir haben hier schon zwei verschiedene Armschienen. Die können wir hier direkt wechseln und wir sehen uns hier auch selber. Hallo! Ja, und unsere Spielerflagge, da nehme ich mir diese hier, die schaut cool aus. Gehen wieder zurück. Wir haben hier unsere Statistik. Da sehen wir unseren Rang. Wobei ich jetzt sagen muss, also ich online habe es jetzt noch nicht gespielt. Weiß nicht, wie ich hier auf die Punkte komme, ob das im Solo-Player auch geht. Ich denke jetzt aber nicht. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Play. Wir können jetzt hier ein freundliches Spiel machen oder ein ranktes Spiel. Zwei Player ist online. Wir probieren es einfach mal. Wir melden uns hier mal an für die Spielersuche. Und in der Zeit können wir hier ein Solo-Spiel machen. Y-Cup. So. Da sind wir schon auf dem Spielfeld. Ja Leute, wer dieses Spiel noch nicht kennt, wir haben hier vier Wurfmesser und wir müssen die gegnerischen Cups von den da drüben abwerfen. Wenn wir einen treffen, dann muss er den Cup dann hier später in mein Spielfeld rüberwerfen und muss dann zuerst diesen Cup treffen, bevor er dann meine weiteren Cups treffen kann. Aber wir spielen jetzt einfach mal und schauen uns das zusammen an. Das war zu kurz. Wurfmechanik funktioniert einwandfrei. Sollte man auch erwarten von so einem Spiel. Daneben. Komm schon, jawoll, Volltreffer. So, einen Cup habe ich jetzt getroffen. Den muss er jetzt hier rüberwerfen, wie gesagt. So. Den muss er jetzt zuerst abwerfen. Oh, mit dem letzten hat dann getroffen. Super. Jo, und jetzt muss ich diesen hier wieder aufstellen, weil er hat jetzt von meiner Seite einen abgeworfen. Ich versuche mit dem jetzt möglichst weit vor den anderen Cup zu werfen. Hat jetzt nicht so geklappt, aber das passt schon. So, wir können jetzt hier am Spielfeld auch noch nach rechts oder nach links gehen. Dazu benutzen wir einfach den Stick, gehen in die Richtung und drücken dann. So, und dann gehen wir mal hier nach rechts und versuchen mal hier die 2 zu treffen. Na gut, ein zumindest, dann kann ich wieder nach links gehen. Pack. Ach komm. Come on, oh. So, da muss ich jetzt halt wieder den einen aufstellen. Mal gucken, ob er diesmal besser trifft. Oh no, gleich zum Anfang. Ja Leute, und wenn ich jetzt halt diesen Cup nicht treffe, den wo ich da wieder hingeworfen habe auf sein Spielfeld, kann der Spieler sich dann eben da vorne hinstellen zum Werfen. Also sollte man echt versuchen, diesen Cup zu treffen. Nur 3 Stück. Die platziere ich mir alle vor den einen. Schön. Wird rechts. Nice. Komm, wir machen jetzt hier gleich mehrere Treffen. Mittendurch. Das ist natürlich echt schlecht.
Jawoll. Den einen noch, damit er von da vorne nicht spielen kann. Nein! Bitte! Ich muss ihn treffen! Ach, nein! Fuck! Jetzt hat er es dann natürlich extrem einfach von so weit vorne spielen. Ah. Oh Mann, stell dich halt an, hä? Du hässlicher Wikinger. Macht er doch mit Absicht jetzt hier. So schlecht kann doch kein Computer sein. Ja, dann halt nicht. So, und jetzt kann ich von ganz vorne spielen. Das ist sehr nice. Nein, und treffe auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt hat. So, zwei Stück. Für zwei Cups. Nein, so wird das natürlich nichts hier. Oh, fuck. So, dann werfen wir um hier. Einen. Drei. Der Geier. Drei. Und den vierten natürlich auch noch und fast auch noch einen fünften hier. Oh, ein Geier. So, wir werfen uns die wieder schön da in die Richtung. Gut. Der eine ein bisschen zu weit rechts, aber das wird schon passen. Wenn ich jetzt einfach mal treffen würde. Das gibt's nicht da. No. Ja. Den jetzt kann er von da vorne werfen. So. Daneben. Oh no, jetzt haut dann wieder weg. Macht dann immer so viel Arbeit. Ach komm, den werf jetzt daneben. Werf daneben. Daneben. Jawohl, sehr schön. So, ich kann es nämlich von ganz da vorne werfen. Das ist sehr, sehr geil. Nice. So, gehen wir jetzt die zwei da vorne. Bam! Dann gehen wir nach rechts rüber. Voll! Und den einen noch. Das wäre jetzt perfekt. Nein! In seinen Fuß. Geschieht dir recht. Verteile sie den ruhig schön. Perfekt. Das schafft er nie. Gibt's denn jetzt? Räumt er auch noch alle ab? Einen hat er stehen lassen. Gute Position für mich. So, die werfen wir alle zu den einen. Enter. Oh, ich bin hier am Kabel hängen geblieben, das ist natürlich schlecht. Nein, er war zu weit, jetzt habe ich ein Messer weniger. Mist. Man kann sich's auch unnötig schwer machen, echt. Voll. Noch, ja, sehr gut. Jetzt treffe ich. Jetzt, wo es langsam kompliziert hier wird. Der wird abgezogen. Der wird abgezogen da drüben. Der auch, hoffentlich. Bin ich mal gespannt. Müssten hier in der Rente theoretisch. Zwei Stück. Zwei Stück werden abgezogen. Sehr geil.
zwei Messer. Ah! Ha! Jetzt mache ich dich fertig. So, schön in die Nähe. Der war geil. Sehr gut. Ja, Leute, wer sich das Spiel holt für 3,50 Euro oder so und mal Bock hat, gegen mich zu spielen, sollte mich dann einfach adden. Komm schon. Kann ich noch ein bisschen nach links? Sehr gut. Jawohl, nur noch den König. Bam! Yes! Jo Leute, ich hätte gesagt, das reicht für einen kleinen Einblick in das Spiel. Ihr macht hier definitiv nichts verkehrt, das ist echt ein lustiges Spiel. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!